Hallo zusammen, und zwar haben wir heute das Guppy 1 von Nautic repariert, beziehungsweise haben wir den Luftsack ausgetauscht. Ja, war eigentlich eine ganz simple Sache. Und ja, ich werde euch jetzt mal das Video dazu zeigen. Das habe ich zu Hause aufgenommen und ich werde euch danach noch ein bisschen was erzählen. Muss jetzt der alte Schlauch abgemacht werden und wird dann durch den neuen Luftsack ersetzt. Und dort ist ja dieses Stück dann hier vom Schlauch dran. So, wie geht der Föhn jetzt hier an? Ich föhne mir so selten die Haare. Ich hab dich gar nicht dumm. Egal. Wie man hier jetzt gesehen hat mit dem Föhn, ja, die zwei Schläuche hier erhitzen, hat super funktioniert. Und ich denke mal, wenn man outdoor unterwegs ist, dann kann man wahrscheinlich auch ein Feuerzeug nutzen. Da sollte man aber dann wahrscheinlich auch aufpassen, dass man ja, es nicht verkohlt. Ja, und jetzt kommt der neue Luftsack dran. Natürlich den auch wieder erhitzen, den Schlauch. Und dann müsste der sich wieder miteinander verbinden lassen. Und als Zusatzsicherheit nochmal einen Kabelbinder dran tun. Und ja, dann müsste das halten. Wenn man natürlich so eine Klasse vorhat, dann kann man sich auch, kannst du ruhig weitermachen. Dann kann man sich helfen lassen. Festhalten. Ja Leute, das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Man muss halt nur den Luftsack haben und den hatten wir jetzt und dementsprechend haben wir jetzt hier ja, das Guppy 1 repariert und ich würde sagen, jetzt wieder zurück zum See. Ich möchte das Video nicht zu lang halten, denn ja, es ist eigentlich nur ein kleines Tutorial, was eigentlich ganz simpel ist. Ist echt kein Ding. Und ja, ich habe es trotzdem mal gefilmt, denn ich habe ja, was das Guppy betrifft, jede Menge Videos gemacht und dieses Video wird auch in einer gewissen Playlist erscheinen, wo ich schon jede Menge Videos zum Guppy 1 gemacht habe. Und ich werde jetzt die nächsten Tage auf dem Bleibtreusee fahren mit dem Kajak, mit meinem Bruder und wer Lust hat, kann gerne dazu stoßen. Es wird ein Samstag sein, diesen Samstag. Heute ist Donnerstag und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.